Da ist er wieder, der Captain, und er heißt euch herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Dark Cloud Play mit Song of Horror. Es geht endlich weiter. Endlich geht es weiter. Und wir sind Ausgabe 6. Ich habe jetzt nochmal so ungefähr zu der Stelle gespielt, wo wir beim letzten Mal, wo ich verzweifelt bin. Ich habe, um an diese Stelle zu kommen, das können wir auch schon mal in der Zwischenzeit einmal machen. Wieso geht's nicht? Hallo? Was ist denn hier los? Hä? Ach so, weil er jetzt... Ich weiß es doch auch nicht. Was ist hier los? So, Einstellung. Hä? Jetzt hat er es genommen. So, ich habe auf ETA Hoffman gestellt aus Gründen, damit ich erstmal keinen Charaktere verliere, um an diese Stelle wieder zu kommen. Wir werden aber dann auf MR James spielen. So. Es gibt weniger Sachen und sie sind leichter zu überwinden. Ich hoffe, das bringt was. Hoffe ich. So. Möchten Sie den Einstieg übernehmen? Ja. Genau. Episode 2 sind wir. Ich habe jetzt noch keine Person verloren. Wir spielen mit Erica. Und, ja, achso, warte mal, bevor wir jetzt anfangen, ich habe mir tatsächlich jetzt noch etwas überlegt, zusammen mit euch. Ich habe euch ja mehrfach aufgerufen und habe ja mehrfach gefragt, was kann ich denn so mal als Bestrafung nehmen, wenn ich in die Komplettlösung schaue, um weiterzukommen. Und, zusammen mit euch habe ich eine richtig harte Bestrafung erarbeitet. Und zwar, ihr alle wisst, ich mag eine gewisse Spieleserie absolut gar nicht. Und ich hab... Shit, wie heißt die noch? Ich hab grad voll den Blackout. Wie das heißt? Outbreak. So, jetzt. wie Panne, ey. Ihr habt nämlich gesagt, für jedes Mal, wo ich in die Komplettlösung gucke, muss ich Outbreak spielen. Und ich habe mir überlegt, für jedes Mal, wo ich in die Komplettlösung schaue, muss ich 10 Minuten Outbreak spielen. So, und ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht alles durchgeguckt von den bisherigen 5 Ausgaben. Korrigiert mich bitte. Aber ich meine, ich habe bis jetzt viermal in die Komplettlösung geschaut. Und das heißt, wir sind jetzt bei 40 Minuten. So, warte mal. Ich kann ja hier einmal... Ich könnte natürlich auch einen Counter einbinden. Aber das vergesse ich sicherlich. So, wir machen mal hier... Song... Walk through... Counter. Ich mache das richtig oldschool. 1, 2, 3, 4. So, ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das ist mal eine total geile Rechnung vom DLC. hört in die aktuelle Ausgabe vom Podcast rein. Da habe ich jetzt 4 Striche gemacht. So, das heißt, jeder Strich ist 10 Minuten Outbreak auf der PlayStation. Also freut euch auf Bonus. Es wird gemacht, wenn wir durch sind, ne? Also dann wird es quasi einmal in Summe gespielt. Der Captain muss das schrecklichste Spiel ever spielen. So, dann gehen wir mal rein hier, Freunde der gepflegten Unterhaltung. So, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe aktuell Urlaub und ehrlich gesagt genieße ich es auch gerade mal, auch Urlaub zu haben, ein bisschen... ja, entspannter zu sein, auch was Content angeht. Aber ich habe mir dann gedacht, nee, komm, ich habe es schon eine Woche ausfallen lassen für euch. Jetzt müssen wir mal wieder. So, also, ich habe jetzt so weit gespielt, dass wir, kann ich euch ja nochmal zeigen, wenn ich jetzt wüsste, wie das alles geht. Ja, hier, ne, diese Rätselbox haben vom letzten Mal und um die aber zu lösen, fehlt uns ja was.
Und wir waren das letzte Mal auf dem Weg, glaube ich, in die Wohnung von Erikas Vater. Und da ist ja alles komplett schief gelaufen. Also übrigens, der Fairness halber, ich habe bis jetzt auch zwei Münzen habe ich bis jetzt eingesammelt. Das heißt, ich habe jetzt auch schon zwei Botschaften von Soltau. Hat es sich jetzt so ergeben. I need a hiding place. Kann ich einmal. I've got to go somewhere else to hide. Digga, das gibt's doch nicht. Lauf. There are no hiding places here. Doch, irgendwo. Warte, ich muss gucken. I've got to go somewhere else to hide. Ja, hier ist doch irgendwo. Nicht da. That table could work. Run. Ah. 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 Haben wir das? Alter. Ey, ohne Witz. Ohne Witz. Ich habe jetzt original über eine Woche nicht mehr gespielt. Und bin mega stolz, dass ich jetzt gerade noch weiß, wo der Hiding Spot ist, ey. Oh Mann. Oh. Alter Schwede, was war da los? Und ich schwöre euch bei Gott, als ich das Spiel gespeichert habe, war hier auch Licht an. Ich fand mich auch gerade schon. Achso, ja gut, hier ist jetzt ja auch dunkel. So. Es geht schon gut los. Absolut, ey. Absolut geht das hier gut los. Christ, something's wrong. Dad, where in the world have you gone? Man weiß es nicht. Es ist Milch holen. Schüssen, was war das? Er kann das Haus nicht verlassen haben. Es sei denn, es war ein Notfall. Okay, was ist hier? Kann man sich unter dem Tisch verstecken oder so? Wir brauchen genügend Hiding Spots. Dass man die auch auswendig wissen muss, ne? Schlimm ist das. Aber warum? Kann sie jetzt mal. Oh, ey, geht es nur von vorne? Das ist so wichtig. Und warum habe ich keine Hose an? Ist es. War das richtig, was ich gemacht habe? Ich befürchte nicht. Ey, schon wieder alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, ne? Recherchiert Papa etwas. Man weiß es nicht. Hier ist was. Brief. Lieber Isaac, ich hoffe, es geht dir besser oder dass du dich zumindest etwas beruhigen konntest. Ich weiß jetzt, wer die Spieluhr gemacht hat. Aber er ist vor Jahren gestorben. Sein Name war Argos Legrand. Sobald ich mehr herausfinde, werde ich es dich wissen lassen. Ich glaube, der Schlüssel liegt darin, die Spieluhr zurückzugeben. Wenn du noch die Auktionsliste hast, kannst du sicher den ehemaligen Besitzer ausfindig machen. Ich glaube, dass es besser geworden ist, seit ich dir die Spieluhr zurückgeschickt habe. Ja, ich bin mir sicher. Ich hoffe, es geht dir gut. Sebastian Huschau.
Tassen voller Staub. Woody ist auch nicht mehr. Können wir Musik machen? Na denn. Ich. Kein Plan. Ah! Okay. Denn. Dann haben wir doch alles richtig gemacht. Noch. So, ich kann da nichts hören. The Kitchen. Geh da. Weiß ich nicht mehr. Gehen wir erstmal raus hier und untersuchen weiter. Doch auf leicht gestellt. Was hat sie denn jetzt schon wieder? Ja, dann geht er rein. Echt so, dass ich dieses Spiel auch nicht verstehe. Er hat das Bett in Brand gesteckt. Ist das irgendwie ein kranker Witz? Nee, hier. Oh, hier ein Ouija-Board. Komm, nimm das Ouija-Board mit. Das ist nur reine Verzweiflung. Ein Ouija-Board. So, Bett haben wir uns angeguckt. Oh, die Scheibe. Oh, hier, warte. Können wir gleich kombinieren. Zack. Hä? Kombinieren. Kombiniere. Jetzt geht das los. So, der lässt sich nicht drehen. Ah, sowas hasse ich ja. Ist das richtig? Oh Gott, Alter, da drehen sich ja... Hier drehen sich alle. Hier passiert nichts. Können wir die... Oh Gott, die kannst du auch noch drehen. Ja, wie ist denn das jetzt? Okay. Also das ist vielleicht so dann der Punkt. Den ich nicht verstehe, gell? Also pass auf, hier geht das ja los. Was haben wir dann noch? Also wir können ja eigentlich... Das Ding ist ja, ihr habt mich jetzt ja... Achso, ich hätte nur überprüfen drücken. Kann ich wirklich nicht meine eigene Rätselbox öffnen? Nein, kannst du nicht. Wo ist sie denn? So. Hatte das jetzt resettet? Nein. Also ich würde schon sagen, irgendwie so. Herzlich willkommen zu der Ausgabe, in der ich versuche, eine Stunde lang jetzt die Rätselbox zu öffnen, weil ich es einfach nicht verstehe. Aber ich glaube, wir sind... Hä? Warte mal. Hier ist ja... So, wir müssen ja irgendwie so... So, hier geht ja schon mal... Ich würde jetzt einfach versuchen... Hier den grünen.
Ey, es ist auch mega irritierend, dass der Scheiß-Controller die ganze Zeit vibriert dabei. Könnte das jetzt hinhauen? Alter. Ohne Witz, also das. Ach, das nervt. Gelöste Rätselbox? Was? Einsehen, der mehrere Ringe unterteilt ist. Ja. Betrachten. Alter, es ist auch echt aus der Hölle hier. So. Benutzen. Okay. Da kann ich nichts machen. Ach, die konnte man drehen. Was ist jetzt irgendwie so gegen genau gegenüber? Hier ist er verbunden. Da ist er eigentlich auch, aber... Leute, komm, wir machen jetzt den fünften Strich. Wir machen den fünften Strich. Ich will ja auch weiterkommen, Kenners. So, das ist meine Kamera, da will ich nicht hin. Zack, Song of Horror. Walk through. Episode 2. Ich bin noch halbwegs transparent gerade zu euch. Denn das Ganze hat auch einen Grund, warum ich mit Song of Horror möglichst schnell jetzt irgendwie durchkommen auch möchte. Und irgendwann werde ich euch diese Geschichte dazu auch erzählen. So, aber aktuell geht es noch nicht. So, So, bam, 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 bam. Gallery. Achso. Erst haben wir, bam, bam. This bit will rotate the next 3 pieces to the right of it, rotate the turn of it, bam, bam, bam. Okay, also. Ich mach gleich den Strich, okay? So, wo ist die Box? Benutzen. So, also, the sixth piece down 2 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. The second piece up 1 time. The third piece up 1 time. The fifth piece down 1 time und the fourth piece down 1 time. Okay. Ja, ein Strich. So, 50 Minuten. Outbreak. Yay. Beruhigt mich. Bist du da geraten, Dad? Vater. So, jetzt muss ich mal gucken. Esszimmer, Schlafzimmer. Okay, hier sind wir reingekommen. Achso, das haben wir schon. Oh, ein Versteck. Das ist schon mal gut. Das werden wir wahrscheinlich ja auch dann noch brauchen.
Ja, ich finde es jetzt, ich bin jetzt echt so traumatisiert, so beim letzten Mal, als ich da was gehört habe, kam was. So. Schlafzimmer verstecken. Okay, dann gehen wir Esszimmer, Küche. So, jetzt muss ich kurz gucken. Da wissen wir noch nicht, was hier so ist, ne? Und das ist jetzt hier der Dark Room. Sind schon so spooky Fotos, ne? Fotos sind echt creepy. Okay, also haben wir das Fotolabor. Hä, aber ich denke, dass Papa versucht hat, etwas zu mischen, aber es sieht so aus, als ob da einige Zutaten fehlen. Achso, ja gut, okay. Oh, warte, was ist da noch? Ja, was ist da noch? Achso, das hatten wir schon. Okay. Ey, mir fehlt echt so diese Möglichkeit, nur zu speichern zwischendurch. Bin ich ganz ehrlich, ne? Also richtig so Resident Evil-mäßig. Ich würde gerne speichern. Ja, Spiegel sind ja hier nicht so. Sind hier nicht so gern gesehen. Badezimmer, das ist also für nur eine Wohnung, ne? Ist es ja schon. Also können sie sich auch in der Dusche verstecken. Aber sind es wirklich zwei Badezimmer? Ja, zwei WCs nebeneinander. Sie ist von innen abgeschlossen. Da hängen echt auf mal irgendwelche random. Die Blair Witch ist am Start, oder was? So geht er rein. So, wir müssen dann nochmal einmal in die Küche hier, ne? Guck mal, Ventilator geht hier auf. So, lesen. Liebe Tochter, ich habe versucht, die Schlüssel für dich zu ordnen. Die in der rechten Spalte sind alte Schlüssel. Ich
hebe sie nur für den Fall der Fälle auf. Die farbigen Metallschlüssel sind für die Sicherheitstür zum Laden und die Schlösser. Die quadratischen goldenen Schlüssel und die schwarzen Kunststoffschlüssel gehören alle zu den Geräten und Apparaten im Laden. Die runden und dreieckigen silbernen Schlüssel sind die Kopien, die du für die alten Vitrinen angefertigt hast. Der runde grüne Kunststoffschlüssel ist für dein Motorrad und der rote Kunststoffschlüssel ist für den Safe. Der kleine goldene Schlüssel ist für die Kiste mit den Sachen deiner Mutter. Die anderen drei sind für den Lagerraum und Lagerhäuser, wo wir die ganzen Antiquitäten aufbewahren. Vater, danke für nichts, Papa. Das hat sie wirklich dazu geschrieben? Crusher Shizzle. Okay. Er stinkt ziemlich übel. Ich würde mal sauber machen. Genau. Okay. Hä? Aber wo sind denn die Schlüssel? Okay. Also wir müssen jetzt irgendwie zu Erikas Wohnung kommen. Weil das ist jetzt ja aktuell zumindest das Neueste, was wir jetzt so irgendwie haben. So, und dann müssen wir hier raus. Ich weiß gar nicht, konnten wir... Die ist dicht. Ja dann, Alter! Christ, if it had opened, I don't even want to think about it. Alter, haben die nicht gesagt, irgendwie, dass es leichter ist, passieren weniger solche Sachen? Damn, ey. Ah, ich versuche auch weniger zu fluchen, liebe Leute. Ich versuche weniger zu fluchen. Wir sind ja bald bei den 1000 Abonnenten angekommen. Dann, dann können wir nämlich monetarisieren. Und deswegen, ich muss mich jetzt ja schon mal so ein bisschen zusammennehmen, was das angeht. So, warte mal, ich muss jetzt gucken, wir müssen... wo komme ich denn nochmal raus? Zugang für Anwohner. Achso, da muss ich ja wahrscheinlich... Ich weiß es nicht mehr. So, Außenbereich... Aber das ist ja hier... Hä? Wieso ist das Spiegel verkehrt? Das macht mich gerade fertig. So, da kommen wir... da waren ja die Räume. Wie kommen wir denn nochmal raus? Da waren wir noch richtig, glaube ich, ne? Warte mal, hier waren wir richtig. Ich habe auch noch nicht versucht, alle Türen zu öffnen. Aber war das nicht hier so irgendwo, dass sie auch hier wohnte? Alter, diese Steuerung.
Anders laufen können, aber noch Shortcut freigeschaltet. So, ich meine, Erika Färber B43C. Okay, müssen wir jetzt mit dem Fahrstuhl fahren, wa? Nee, ja, drück den Knopf. Jo. Okay. Es passiert, wenn ich jetzt nochmal drücke, oder geht es nicht? Ich dachte, er wäre nur kaputt, aber dieser Schrott. So, warte mal, aber oder müssen wir jetzt? Ist ja die Frage, wie kommen wir in die Wohnung? Hier ist eine Tür. Okay, hören noch mal. Vorsichtshalber, sicher ist sicher. Keine Nachrichten für mich, Gott sei Dank. Müllsäcke und leere Gasflaschen. Warum stellt man leere Gasflaschen in so einen Hausflur? Haben wir nochmal irgendwo stehen, wo wir wohnen? In 1B. Wir waren 4B, ne? Geh nach oben. Ja, gar ein Rätsel. Stand da nicht 4B? Ich werde nicht abstreiten, dass ich als kleines Mädchen oft Sachen aus dem Fenster geworfen habe, um mit dem Gerät schon Basketball zu spielen. Ich bin gerade schon wieder ein bisschen angespannt, weil ich damit rechne, dass gleich irgendwas passiert, was sehr scheiße wäre. Ja, das ist also. Ich stell dir auch mal vor, ey, du musst einkaufen und den hier hochschleppen. So, ey, gar nicht verstörend, dass da einfach so ein creepy Wheelchair noch irgendwo steht. Mm-mm.
Ja, haben wir doch. Hä? Hey. Es ist schön, dass so eine Verzierung, aber da steht ja auch nichts drauf, ne? Oh. Oh. Nutzen. Oh. Das ist wie. Ich meine, ich bin ja nie irgendwie. Ich will jetzt nicht sagen Luxus, ne? Aber ich bin nie in diese Verlegenheit gekommen, voll strunzig nach Hause zu kommen und der Schlüssel passt nicht in die Tür. Das ist ja so dieser Klassiker. Aber ich glaube, das passiert nur so, wenn du wirklich so in so einem Wohnblock wohnst oder in einer Großstadt, so falsches Stockwerk aufsteigen und mitten in der Nacht oder früh morgens und du versuchst halt einfach deinen Schlüssel ins Türschloss zu kriegen. Die Tür zu meiner Wohnung. Ah! 3C. Fertig, ich brauche den Schlüssel nicht mehr. Ja, oh, wir können erstmal hören. Ich höre nix. Und ich glaube, aber das muss ja auch vollkommen so für jemanden beschämt sein, dass wenn du eben richtig hart betrunken bist und du kommst nach Hause, willst in deine Wohnung, keine Ahnung, Stockwerk zu früh oder Stockwerk zu spät, und versuchst den Schlüssel da ins Schloss zu prügeln und irgendwann macht vielleicht ein genervter Nachbar auf und sagt, Kollege, du wohnst hier nicht. I don't remember leaving the lights on. Macht nichts. Oh, die Pizza würde ich auch nicht mehr essen. Anyway, let's see how much of a mess the house was left in this time. Ja, wir gucken mal. So, brauche ich jetzt nicht mehr ein passendes Motorrad. Ist es vielleicht eine Anspielung auf Resident Evil 2? Mischanleitung, wie man mehrere Chemikalien miteinander vermischen kann. Das müssen wir natürlich lesen. Erika, bitte komm zu mir, wenn du das hier liest. Ich konnte das Luminol nicht finden. Ich glaube, es ist in dem kleinen Schrank, aber du musst den Schlüssel in deiner Hosentasche gelassen haben. Wie üblich, wenn du ihn findest, nimm etwas Wasserstoffperoxid und wenn ich nicht hier bin, komm nach Hause und mische alles wie folgt. 200 Milliliter Stabilisator, unabhängig von der endgültigen Menge. 1 Milliliter Dimethylsulfonoxid. Und 2 Milliliter Wasserstoffperoxid pro Milligramm Luminol. 50 Milliliter Wasser als Basis und weitere 50 Milliliter, wenn die Gesamtmischung mehr als einen halben Liter beträgt. Wenn du das alles fertig hast, mische das Luminol bei. Umwandlung. Hä? Kommt nichts mehr, ne? Hinten noch was stehen? Achso, Wasserstoffperoxid, Fluxid, Stabilisator, destilliertes Wasser. Wenn du Probleme haben solltest, denk dran, dass die Flaschen A und B identisch sind und auch ihre Hähne. Ich war ja nicht so gut in Chemie, ne? Es geht hier Sprachassistent an. Mein Reiseführer. Wissen wir, wo sie war? Ich muss den Schrankschlüssel in meiner Tasche vergessen. Verdammt, mein Zimmer ist ein einziges Chaos. Hier ist er nicht. Wo zur Teufel habe ich ihn gelassen? In meiner Hosentasche? Okay, also. Hab ich vergessen, die Pizzareste wegzuwerfen? Also, erstmal, wer hat bitte Pizzareste? Ja?
Pizza schmeckt immer auch kalt am nächsten Tag. Ich höre mir Metallica bis zum Abwinken an. So, hier Arcade Paradise. Ich wollte schon immer Kälte da und jetzt habe ich sie. Ja, dann wühlen. Wird Christian mich hassen, wenn ich ihn dazu bringe, mit mir Night of the Living Dead und Beam anzuschauen? Soll ich euch mal was gestehen? Ich habe Night of the Living Dead seit etlichen Jahren als DVD hier stehen. Sie ist immer noch eingeschweißt. Ich habe sie immer noch nicht gesehen. Wobei ich mir das Remake von Tom Savini mal angeschaut habe. Aber da darf ich euch nichts drüber erzählen, weil das ist ja, der ist ja indiziert. Da darf ich ja nicht sagen, ob der gut oder schlecht ist. Fernab davon weiß ich es auch ehrlich gesagt nicht mehr, weil es schon super lange her ist, dass ich den gesehen habe. Hey, noch mehr Wäsche. Ich werde nicht aufhören, bis ich den Schlüssel gefunden habe. Komm schon, Harry. Also, er hat schon so einen kurzen Namen, ne, mit Erika. Und das muss. Weiß ich nicht. Das abkürzen. Jetzt auch nicht. So viel haben wir ja auch nicht mehr. So viele Möglichkeiten. Perrys Feiertage, Konzerte. So viele Erinnerungen. Nee, Party? Perrys? Ach, Partys. Ich wollte gerade sagen, was soll das denn? Perry. Ja, hier ist gut. Hier ist gut. Hier ist gut. Komm rein. Glaube ich. Ich habe den Schrank abgeschlossen, bevor ich ging, aber jetzt muss ich den Schlüssel finden. Ich liebe es gut zu riechen, zumindest wenn ich nicht auf Reisen bin, ich habe es immer noch nicht geöffnet. Weder Laura noch Aqua di Selva. Sehr geräumige Dusche, aber haben wir schon wieder zwei... Wir haben schon wieder zwei WCs, Leute. Wir haben schon wieder zwei WCs. Kann sich das bitte leisten? Also im Haus macht es ja Sinn, aber... In der Wohnung? Ich weiß ja nicht. The Rose Maze. Bestens ganz zu schweigen davon. Was? Wie gut die Horror eingesetzt ist. Gibt es den Film wirklich? Gucken wir nachher mal. Ich würde so gerne einen Tag hier verbringen, entspannen und Gitarre spielen. Niemand mag meinen Skorpion. Okay, er ist giftig, verstehe ich, aber hat noch niemanden verletzt, soweit ich weiß. Niemand versteht dich, mein Kleiner. Warte mal, können wir nicht? Wir haben doch... Haben wir nicht Tierfutter? Ja, dann halt nicht. Aber sonst wüsste ich auch nicht, wo man das Tierfutter einsetzen kann. Ah, hier auch noch. Hast du mich vermisst? Oh! Hast du mich vermisst? Hast du dich über die Münze gefreut? Ich habe sie dir da gelassen, damit du dich nicht lang... Okay. Warte.
Wo ist Katze? Katzenfutter, genau. Ha! Geil! Haben wir die jetzt eingesteckt? Hat sie die jetzt nicht mitgenommen? Okay. So, aber wir suchen ja immer noch Wäsche. So viel bleibt ja auch nicht mehr über, ne? Alter, das ist eine riesige Wohnung, ey. Vor allem, wenn man sich jetzt mal so überlegt, ne, das ist eigentlich so, wahrscheinlich ist es so, wir haben ja gerade gesehen, als wir in die Wohnung an sich hereingegangen sind, 4 Eingangstüren, wahrscheinlich ist so jede Eingangstür für diese Wohnung. Ungelogen, ich kenne eine Person, ich kenne wirklich eine Person, die wohnt auch in so einem Mietshaus, so mit ganz vielen verschiedenen Wohnungen. Die hat sich ohne Witz auf einer Etage alle Wohnungen gekauft und einfach auch Durchbruch gemacht. Bei der ist es wirklich so, dass wenn du da zu Besuch kommst, vom Prinzip ist es wirklich egal, durch welche Wohnungstür du gehst auf diesem Stockwerk. Du bist ohne Witz, gehst du durch jede Tür, bist du bei dieser Person in der Wohnung. Das ist abgespacedeste mit so, was ich jemals irgendwie erlebt habe. Okay, ein Blatt voll mit wirrem Gekritzel. Kenne ich irgendwo, ja. Ein Geist, Monster, Dämon, mein eigener Wahnsinn. Sie muss hier weg, in meinem Haus, in den Wänden, im gesamten Gebäude. Wohin ich auch gehe, die Fotos, sie können nicht echt sein. Echt sein. Bin das ich? Wo ist Simon? Ich kann nicht mehr hinein. Da ist etwas im Keller. Zeig sie Erika, wenn sie zurückkommt. Gehe nicht nach unten. Da ist etwas im Keller. Gehe nicht nach unten. Okay. What the hell is this? Wir gehen hier in den Keller. Scheißendreck. Ich hab geflucht, es tut mir leid. Ich brauche erstmal nur hier Klamotten. So viele Möglichkeiten haben wir ja nicht mehr. Und erfahrungsgemäß ist es immer. Ja, es ist immer der letzte Haufen. Kleiner Schlüssel. Gefunden, Erika. Schmutzig dabei. Okay. Die in der rechten Spalte sind alte Schlüssel. Ich hebe sie nur für den Fall der Fälle auf. Also in der rechten Spalte sind alte Schlüssel. Ich weiß ja nicht mal, was ich irgendwie. Also rechte Spalte sind alles alte Schlüssel. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt soll. Nope. Ich habe kein. Oder heißt es. Achso, zurück vernichten heißt zurück. Okay, warte, okay. Rechte Spalte sind alles alte. Die farbigen Metallschlüssel sind für die Sicherheitstür zum Laden. Und die Schlösser. Also die farbigen Metallschlüssel sind für die Sicherheitstür zum Laden. Und die Schlösser. Die farbigen Metallschlüssel.
Sind Schlüssel nicht pauschal immer aus Metall? Der runde grüne ist für der Motorrad und der runde Korte, die runden dreieckigen. Was? Die runden und dreieckigen silbernen Schlüssel. Die quadratischen goldenen Schlüssel sind. Und die schwarzen Kunststoffschlüssel. Wo haben wir denn schwarze Kunststoffschlüssel? Das. Okay, Farbe sind für die Sicherheitstür zum Laden und die Schlösser. Die bräuchten wir doch, oder nicht? Die anderen drei sind für die Lagerräume und Lagerhäuser, wo wir die ganzen Antiquitäten aufbewahren. Ich weiß denn auch jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Farbigen Metallschlüssel. Die runden dreieckigen. Der runde grüne Kunststoffschlüssel. Also. Die farbigen Metallschlüssel haben wir noch. Der runde grüne Kunststoffschlüssel und eine kleine goldene Schlüssel für die Kiste. Dann haben wir da die anderen drei. Nein, sie können es nicht. Also die rechte Spalte fliegt ja schon mal komplett raus. Dann haben wir die. Ich weiß ja nicht mehr, welche ich jetzt mithaben soll. Drei kann ich mitnehmen. Ich mach schon mal einen Strich. Sechs. Ey. Ich weiß ja nicht mehr, wie viele ich mitnehmen soll. Ich kann ja auf Pause drücken. Nee, kann ich nicht. Okay, Cordia, bla bla bla. Ja. Das haben wir ja schon gemacht. Key rack to the right door. You need to collect total of 3 keys from the rack. The instructions on key 5 will help you out for the puzzle. You receive the key. Keys to the storage room, if you took the correct keys. Okay, warte mal. First row, take the third key. Second row, don't take any of these keys. Take the first key of the third row. Und in der letzten Reihe, 1, 2, 3, 4, 5. Das macht für mich drei Schlüssel, die in irgendeine. Ja, aber hätte ich das jetzt wissen sollen? Haben wir das noch hier irgendwo? Bericht, Mischanleitung. Da, ich will das noch sehen. So. Die anderen drei sind für die Lagerräume und Lagerhäuser, wo wir die ganzen Antiquitäten aufbewahren. Wo, aber ganz im Ernst, liebe Leute, wo soll da jetzt herausgehen, dass wir die Schlüssel für die Lagerräume brauchen? So, du kannst ja eben so gut so, ah, oh, hier, oh, für die Sicherheitstür, ich meine, gut, die ist eigentlich soweit auf, aber noch für weitere Schlösser im Laden, brauchen wir das noch für die Kiste von der Mutter? Ich weiß es nicht. War da nicht auch noch irgendwie was? Ja, und die anderen drei sind für die Lagerräume und Lagerhäuser, wo wir die ganzen Antiquitäten aufbewahren.
Ja, ich weiß es doch auch nicht so. Wir machen jetzt Folgendes. Ich gucke jetzt mal auf den Ticker. Wir versuchen jetzt zurück in den Laden zu gehen. Die Münze einzusammeln, einzusetzen. Gibt es hier noch irgendwas zum Verstecken? Nee, in ihrer Wohnung nicht, ne? Das ist hart. Jetzt muss ich eine Stunde Outbreak spielen. Hallo. Okay, ich dachte, das Fenster wäre auf. Also Plan ist jetzt... Ist hier noch drin? Ich glaube nicht, dass das ist, weil das... Hey, ich bin der Einzige, der hier raucht. Rauchen ist nicht gut, Kinder. Don't smoke. So. Also, Plan ist, wir versuchen jetzt... in den Antiquitätenladen zu kommen. Münze einzulösen und dann werden wir speichern. Ich hoffe, das klappt alles. Ah! Fuck. Fuck. Scheiße, ich hätte hören sollen. Wo ist denn jetzt hier noch abgeschlossen? Irgendwo ist doch noch... Hinten ist Hof, aber hier waren wir ja schon über... Ach, okay. So, Münze einlösen. Schlüssel. Kleiner Schlüssel. Ach Mist, wir müssen ja noch einmal was aus dem Dingskasten holen. Sollen wir sehen, was die zu einer Vorhersage aus der Sohle. Ich sehe deine Zukunft, was sehe ich, was nicht da sein sollte. Ja. Ich weiß es auch nicht, was es das bringt. Naja. So, Freunde, wir speichern. Dürfen dann ja gleich nochmal oder in der nächsten Ausgabe dürfen wir dann erstmal nochmal wieder zurück und diesen Schlüssel holen für... Nee, Quatsch. Also den Schlüssel haben wir ja schon. Aber wir müssen noch das holen, was im Medizinschrank drin ist und dürfen dann nochmal wunderbar durch diesen grandiosen Jumpscare Hallway. Oh, ja. Mir hat Bock. Ich hoffe, ihr auch. Dann dürft ihr nächste Woche gerne wieder einschalten und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei sein würdet. Mich freut auf jeden Fall erstmal, dass die aktuelle Staffel euch zumindest sehr gut gefällt. Da plaudere ich jetzt mal ganz kurz aus dem Nähkästchen. Das seht ihr ja auch eigentlich selber. Also gerade Folge 5, ich weiß nicht warum. Aber wahrscheinlich, weil es am bescheidensten lief. Folge 5 hat die meisten Aufrufe der aktuellen Staffel. Freut mich natürlich. Aber dann wissen die Leute ja nicht, worum es geht. Also dann guckt euch doch ab Folge 1 das nochmal ganz entspannt an.
Ja, das war natürlich cool. Ja, nee, aber ohne Witz, freut mich wirklich sehr, 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 dass euch das aktuell gefällt mit dem Spiel Song of Horror. Mir gefällt es auch wenn ich ein bisschen fluch und nicht mehr durchblick, was das Spiel von mir will. Mich selber sehr hart bestraft und jetzt schon eine Stunde Outbreak spielen darf. Ja, schauen wir mal. Also, vielen Dank fürs Dabeisein. Denkt dran, Daumen nach oben, schreibt irgendwas in die Kommentare. Ja, irgendwas, damit uns der Algorithmus pusht, damit wir auch noch jetzt ganz schnell die 1000 Abonnenten hier voll kriegen. Mein Name ist Ben, aka Captain Aldi, und das ist Cloudplay.